Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier zu den East News am heutigen Mittwoch. Leider erstmal zwei Tage mit Verspätung. Es tut mir leid, aber ich wollte abwarten, dass ich nicht irgendwas vergesse. Nun bin ich mir sicher, ich kann nichts vergessen, weil nichts Neues irgendwie großartig dazugekommen ist. Deswegen heute erst am Mittwoch, dafür aber am Mittag und ja, willkommen. Dann würde ich sagen, quatsch mal eigentlich gar nicht so lange rum. Wir beginnen hier schön einsamt mit meinem Bizeps brennt. Schönes Lied, beziehungsweise eine schöne Melodie. Ja, was gibt's aktuelles Neues? Und zwar, wir haben ja am Montag das neue LS15-Projekt mit mir und Klicke gestartet. Fruit Orders. Leute, ich sage euch eins. Das erstmal zum Laufen zu kriegen, das war so eine Qual für sich. Weil normalerweise, Klicke hat sich vorher zwei Wochen dran gesetzt, um die Kartenbild zu editieren, immer wenn er am LKW Zeit hatte. Lief alles ohne Probleme, haben wir auch vorher getestet. Nur dann, an dem Wochenende, wo wir es aufnehmen wollten, hat auf einmal dieser komische Kuhstall war das? Ne, der Schweinestall Callstacks rausgehauen und dann der konnte der Klicke nicht drauf connecten. Da wollte man den Stall löschen, dann ging das ganze, die ganze Map nicht mehr, weil man das nicht einfach so löschen kann. Danke, Giants. Bis uns dann Cobra geholfen hat, nach 6 Stunden ging der ganze Scheiß dann. Und das haben wir dann irgendwann, keine Ahnung, Sonntag früh um 5? Und 6 irgendwann so aufgenommen. Heftig war's, aber auf jeden Fall 5 Folgen waren im Kasten. Die ersten 2 Folgen sind ja draußen. Gefällt euch ja schon mal sehr, sehr gut. Natürlich, es ist noch viel zu erweitern. Ja, wir werden die Plantagen nach und nach natürlich größer machen. Wir werden natürlich auch mal auf eine normale Ernte gehen, weil wir ja auch Rüben brauchen, Mist für die Gemüse und Gewächshäuser und alles. Also lasst euch da mal überraschen. Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und wenn es wirklich auf die Dauer motiviert, sagen wir es mal so, dann kommen dann auch die nochmal dazu, weil es bringt jetzt nicht ein Projekt mit 20 Folgen zu machen und dann ist weg, so auf Deutsch, ne, ist weg. Deswegen, aber freut mich schon mal, wenn es so gut ankommt, deswegen sehr gut, danke dafür. Ja, ansonsten ist die Woche alles gleich, World of Subway, es kam jetzt Montag, dem Dienstag nicht, ich bin mir momentan nicht so sicher, wann ich es wieder aufnehme oder ob ich es überhaupt weiterführe, weil keine Ahnung, das Spiel überfordert mich scheinbar, beziehungsweise ich übersehe einfach sehr viel, so wird es mir gesagt, wo ich allerdings trotzdem sagen muss, ich gucke schon permanent links auf diese Anzeige dort, wo die Geschwindigkeit steht, weil woanders findet man sie ja nicht. Und wenn dann so eine Weichenstellung kommt mit 30 und das wird mir dann so 1 cm vor dieser Weichenstellung gesagt, ja sorry, also wie gesagt, ich kann es gerne weitermachen, können wir gerne auch mal versuchen, auch wenn man bei der Mission täglich am Scheitern ist, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten, World of Warships läuft schick nochmal weiter, Economy Times läuft nochmal weiter, CNC läuft nochmal weiter, Battlefield haben wir jetzt gestern beendet, anstelle von Battlefield Let's Play kommt jetzt erstmal nichts, weil wie gesagt, das war ja eh so ein Kandidat, so ein halber Kandidat, also ne, 15:30 gesetzt. Der leider nicht so richtig immer irgendwo reinpassen wollte. Ansonsten, Forced Let's Play läuft Jink normal weiter. Das Früchte-Let's Play, sowieso nenne ich jetzt einfach mal Euro Truck Simulator 2. Ich habe es gestern leider verpeilt, sorry. Deswegen kommen bis Freitag, Samstag, ne, bis Freitag. Ich glaube, die letzte Folge lassen wir weg. Ich glaube, die letzte Folge löschen wir. Deswegen kommen bis Freitag Parts. Deswegen, also ich mache einen Tag länger, ich hänge jetzt mit Alex im Endeffekt jeden Tag hinterher, weil ich es gestern total verpeilt habe, dass es ja eigentlich die ganze Woche kommt. Sorry dafür, da ist der Alex aus Kanada mit dabei, der Northern Alex, im Deutsch-Jargon im Allgemeinen. Mit der haben wir uns über sehr viele interessante Themen unterhalten. Da müsst ihr auf jeden Fall einschalten, weil Alex ist, für die, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, vor 10, 15 Jahren aus Deutschland ausgewandert, lebt jetzt in Kanada und da hat man viel zu erzählen, definitiv. Sehr viel Interessantes, er war auch LKW-Fahrer oder ist jetzt Disponent und passt ja mit Klicky dazu. Also die beiden haben sich sehr gut verstanden, ich natürlich auch. Und ja, schau da auf jeden Fall da vorbei. Ansonsten Zero to Hero läuft stinknormal weiter. Mal gucken, ob wir nun morgen, also heute, ne morgen dann oder am Freitag. Ne, am Freitag, oder? Am Freitag. Aber dann am Freitag endlich eingerankt werden. Kriegen ja da nur aufs Maul. Und ja, nochmal zu sagen, ja, ich spiele im Zero to Hero schlecht. Das ist soweit richtig. Ja, ich denke, dass ich mit Silver 2, 3 irgendwie eingestuft werde. Ja, es ist mir aber auch egal. Ich spiele Counter-Strike in der Woche ein-, zweimal, dreimal höchstens, wenn es hochkommt. Ich kann das einfach nicht so gut beherrschen wie jetzt Teko und Panyo und auch Tino, der es einfach häufiger spielt. Dafür müsste ich es einfach länger spielen. Zumal es gibt auch Matches dabei, wo ich extrem abräume, nur die filme ich nie, weil ich die privat spiele. Egal, weil umsonst bin ich ja auch nicht Silver 5, ne? Ist ein beschissener Rang, aber immerhin, ne?
Wie gesagt, chill, wir haben Spaß beim Spielen und shit happens. Da kann mir der Rang scheißegal sein, wenn ich ehrlich bin. Ja, ansonsten, Train Simulator ist ja auch momentan erstmal ausgesetzt. Und The Primal Hunter kommt die Woche. Es geht sehr weit hoch in die Lüfte. Ja. Naja, ich freue mich schon nächste Woche wieder mehr auf der andere, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten noch eine kleine, aber feine Information zwecks Videoqualität. YouTube spackt seit 3-4 Tagen rum und verarbeitet die Videos erstmal extrem langsam. Und nachdem er sie extrem langsam verarbeitet hat, kommt der nächste Knaller, da braucht er, also bis er überhaupt von 95 auf 100 geht, dauert das extrem lange. Und dann, bis er HD und Full HD freigibt, dauert es nochmal so ein Stündchen, zwei. Deswegen sind viele Videos am Anfang, wenn sie rauskommen, zur Veröffentlichung nur auf 360p. Weil es daran liegt, ich lade die Videos jeden Tag frisch hoch. Also sprich, ich lade jetzt nicht, zum Beispiel Tino macht das aus Zeitgründen. Er lädt für die ganze Woche die Videos mit einmal hoch. Habe ich früher auch gemacht. Mache ich jetzt seit ca. 3-4 Monaten nicht mehr, weil das ein bisschen was mit Ranking zu tun hatte. Und alles, ich lade die jeden Morgen, jeden Vormittag erst frisch hoch. Und deswegen braucht YouTube da halt noch seine Stunde 2 bis HD freigeschaltet ist. Das tut mir sehr leid. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Jetzt haben sie wohl anscheinend das eine Problem mit den Abo-Boxen und Co. so langsam gefixt. Jetzt haben sie auf der anderen Seite wieder technische Probleme. Es ist zum Kotzen. Aber egal, kann man nichts machen. Ansonsten sind wir aus der Kategorie Aktuelles raus, denn Neuerscheinungen sind die Woche nicht so wirklich. Mission Luftrettung werde ich nicht spielen, da nö. Und nächste Woche natürlich GTA 5. Könnt ihr einen drauf lassen. Ach! Und natürlich noch, gerade jetzt noch zum Ende zu kommen, die Twitch-Partnerschaft, die ist jetzt natürlich durch. Wenn ich das letzte Woche noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ne, da war es irgendwie noch gar nicht so weit. Die Twitch-Partnerschaft ist jetzt durch. Momentan haben wir 20 Subscriber. Genau, 20 Subscriber. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt habe ich endlich die zwei Smileys freigeschaltet. Ich habe meinen ersten Smiley, auch nö, musste ich nochmal umändern, weil das ging von der Quali nicht her. Jetzt habt ihr einmal die Gusche von Klicky als Emoticon und einmal meine Gusche als Emoticon. Sieht wahrlich bescheuert aus, also für alle die sich daran erlustigen und dann sagen, jo, alles klar, das ist mir das Geld von mir aus wert. Bitteschön, Hauptgrund zum Subscriben sollte aber weiterhin natürlich daran liegen, mich monatlich damit zu unterstützen. So, in dem Sinne, wir sind hier in dem Bereich fertig, gehen wir mal zur Kanalentwicklung. Wie sieht's da aus? Wir hatten letzte Woche, man muss wirklich sagen, fast ein kleines Wunder geschehen. Denn wir hatten auf einmal wieder normale Klickzahlen und normale Abozuwächse. Was da los? Auf einmal! Wie sich das jetzt die Woche so verhält, kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es am Montag wieder 40 Abos waren. Also eigentlich was in dem normalen Dreh rum ist. Klicktechnisch war das Wochenende irgendwie komplett scheiße. Gut, irgendwie können wir streichen, es war Ostern. Sitzt scheinbar doch nicht so viel am PC. Was mich eigentlich eher sehr wundert, weil er feiert das schon, aber egal. Auf jeden Fall war letzte Woche wieder ganz schnieke, könnte aber auch daran liegen, dass ja momentan Osterferien sind in sämtlichen Bundesländern oder in allen Bundesländern. Oder es ging ab gestern schon wieder irgendwo die Schule los, ich habe da momentan keinen Überblick. Auf jeden Fall da alles soweit ganz schnieke, ganz durftig, kann ich mich jetzt, wie gesagt, nicht beschweren. Da läuft es einfach normal weiter, wir haben so um die 490.000 Klicks und um die 700 und ein paar zerquetschte Abos im Monat, ist natürlich im Vergleich zu den anderen Monaten weniger, aber wie gesagt, wir haben Frühling, das Wetter wird besser, es kommen so, also neue Spiele haben wir jetzt zwar mehr oder weniger, aber so richtig dieser Reiser ist zum Beispiel noch nicht da, Wiz Games da mit Feuerwehr wird es wieder rausreisen, Grand Theft Auto 5, mal gucken, wie das bei euch ankommt. Gerade im Multiplayer-Modus, da schauen wir mal. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht beklagen. Klar, ich kann mich jetzt hier hinsetzen, kann euch sagen, ey Jungs, ich habe jetzt für die nächsten zwei Wochen noch 60 Euro zur Verfügung. Was im Übrigen auch stimmt. Mir geht's so schlecht. Kann ich mich jetzt hier hinsetzen, wie so eine Memme vorhält, oh, mir geht's so schlecht. Spendet mir. Nö. Ist ja mein Problem im Endeffekt. Ist ja auch mein Problem, dass ich die Kohle von den alten Netzwerken immer noch nicht habe. Es ist auch mein Problem, dass ich jetzt damit einen Anwalt darauf zu hetze. Auch wenn mir es im Endeffekt mehr oder weniger das Geld kostet, aber Hauptsache ich kriege den Typen am Arsch. Ist ja mein Problem, was soll ich euch da voll heulen? Ja, wenn man YouTube macht, dann sollte man nicht rumheulen, sondern sollte man mal einfach einen Arsch in der Tasche haben und wenn es halt nicht klappt, irgendwas anderes machen. Ja, in dem Sinne sind wir mit der Kanalentwicklung auch schon wieder fertig.
Dann würde ich sagen, switchen wir zur nächsten Entwicklung. Zur nächsten Kategorie, die Community-Abteilung. Was gibt's da? Wunderbärchen zu sagen. Zum Thema Twitch wollte ich da nochmal was ansprechen. Und zwar, für die, ich überlege gerade, wie ich es jetzt am bescheuert habe. Ich hatte gerade den Text im Nischel. Genau. Für die, die es vor uns noch nicht mitgekriegt oder allgemein nicht mitgekriegt haben, die Twitch-Partnerschaft bedeutet jetzt im Endeffekt wie folgt. Ihr habt jetzt neben dem Follow-Button einen Abonnieren-Button. In Englisch heißt das Subscribe-Button, oder? Subscriber. Ist ja wie Abonnent, ist das im Englischen Subscribe. Ich hab's, wie gesagt, Deutsch, abonnieren. Wenn ihr mich auf Twitch abonniert, kostet das Geld. Ja, soll dann an erster Stelle dastehen, steht auch da, 4,99 €. Kurz zum Umrechnen, dank diesem originellen Euro-Dollar-Kurs, der momentan herrscht, oh Gott. Jetzt nicht. Das ist bei dem momentanen Kurs 4,70 €, 4,75 € irgendwas in der Richtung. Die kann man abonnieren über PayPal, dann wird das automatisch jeden Monat eingezogen, solange bis man es kündigt. Es geht aber auch durch 20.000 andere Arten wie Paysafe, Mobile, schieß mich tot. Da kann man für einen Monat oder für mehrere Monate im Voraus abonnieren. Was passiert mit dem Geld? Dieses 4,99 € gehen an Twitch und Twitch gibt mir davon 50% wieder zurück. Das heißt, ich kriege pro Subscriber ca. 2,50 € jeden Monat ausgezahlt. Sprich, ihr unterstützt mich damit. Was gebe ich euch dafür? Ihr bekommt dafür, sagen wir es mal, allgemeine Entlohnung. Ihr bekommt dafür erstmal Emoticons, sprich Smileys, individuelle Smileys. Momentan meine Schnauze und Klickisküche, ja? Zur Belustigung. Das wird, je mehr Subscriber wir haben, desto mehr diese Emoticons kann ich machen. An zweiter Stelle im Endeffekt gibt es dann später exklusive Giveaways, wo ihr mal immer ab und zu was für die Subscriber Oli gewinnen könnt. Gerade jetzt, wo es auf die Gamescom zugeht, werden wir es wo irgendwann mal so machen, dass ich einfach mal so eine Fachbesucherkarte oder mehrere Fachbesucherkarten verlose, je nachdem. Das wäre drinne. Mal gucken, was wir da sonst noch machen könnten. Es gibt an sich exklusive Livestreams-Events. Events, das bedeutet in dem Sinne, dass ich irgendwas spiele, sei es jetzt LS, sei es jetzt, was weiß ich, ETS oder sonst was, wo man jetzt sagen könnte, alles klar, die Subscriber, wo ein Subscriber-Only-Mode ist, die haben dann halt, die können dann halt mit ins TS oder sonst was irgendwo, wo man jetzt sagen kann, alles klar, jetzt, Dankeschön dafür, dass ihr mich monatlich unterstützt, machen wir jetzt das und das und das und das zusammen. Das soll natürlich jetzt nicht in einer Art Ungerechtigkeit sein oder in einer Art Pay-to-Call oder irgendwas in der Richtung. Nee, da lassen wir uns, wie gesagt, in dem Sinne was noch einfallen, aber dass ich euch in dem Sinne an den Subscribern dementsprechend was zurückgebe, ja. Ansonsten, was ist da jetzt noch momentan? Ich glaube, FDUVs, also auf Highlights und Archive haben Subscriber momentan nur noch Zugriff und der Rest ist eigentlich frei. Also die Videoqualität ist frei, der Chat ist frei für alle. Wie gesagt, außer wenn halt mal irgendwie Gewinnspiel ist, wo nur Subscriber teilnehmen dürfen, ist das dieser Sub-Only-Mode. Und ansonsten haben Subscriber den Vorteil, sie unterstützen mich jeden Monat. Nenne ich jetzt einfach mal als Vorteil, weil wer das möchte, kann das tun. Haben lustige Smileys, mit denen sie im Chat um sich rumwerfen können und auch in anderen Chats damit rumwerfen können. Glaube ich ebenfalls zumindest. Sie haben Chance an exklusiven Gewinnspielen und dementsprechend an, jetzt kommt nicht an Livestreams, beziehungsweise an Videoarchiven. So viel zum Thema dazu. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, Probleme, sonst was, dann meldet euch, helfe ich in dem Sinne gerne. Zum anderen. Fankarten gehen am Ende des Monats wieder raus, spätestens so letzte Woche irgendwie, weil ich da sowieso nochmal los muss. Also wer da, wie gesagt, Interesse hat, E-Mail-Adresse anschießen, die unten drin steht, wie immer. Ja, und ansonsten bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Bedanke mich immer für eure schöne Aktivität, es ist immer wieder schön zu sehen im Livestream. Die Leute, dass auch immer wieder bekannte Sichter dabei sind, wie Peggy, Bloodbound, Gamesocker und jetzt vergesse ich bestimmt wieder irgendwelche da aufzuzählen und die sind es mir böse, lassen wir es lieber. Und auch immer wieder neue Gesichter über eure Chat-Aktivitäten allgemein, dass ihr wirklich Spaß dran habt, allgemein auch unter den Videos, dass ihr immer schön liked und halt, wenn es was zu kommentieren gibt und Kommentar da alles, weil ich sage mir immer, kommentiert, logischerweise gerne kommentieren, wenn es auch was Sinnvolles ist, ne? Wenn ihr was Sinnvolles zu kommentieren habt, sage ich mir immer wieder, weil sinnloses Rumspammen bringt ja auch nichts. Ja, ansonsten
bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich möchte nochmal im Allgemeinen darum bitten, weil ich nicht weiß, was die Woche noch im Allgemeinen vielleicht kommen wird. Verhaltet euch ruhig in irgendwelchen Streitigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Verhaltet euch ruhig, überlasst das Ganze mir und weil dann leben wir wesentlich entspannter. Ne? Und ihr lebt wesentlich entspannter. Und das möchte ich ja auch hoffen, weil das Schöne ist, mit euch kann man diskutieren, weil ich weiß, dass größtenteils der C-Gruppe von 17 bis 24 liegt. Das ist, finde ich, immer wieder schön, dass man mit euch diskutieren kann. Und auch natürlich mit den teils Jüngeren kann man auch sehr gut diskutieren, was ich bei manchen sehr arg vermisse oder sehr arg vermisst habe die letzten Tage, dass man ordentlich diskutieren kann. Aber egal, in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Ich hoffe, jo, ihr habt noch eine schöne Woche. Heute ist ja immerhin Bergfest und ja. Ich schließe diese Folge mit dem wunderschönen Satz: Ehrlichkeit wollen alle Menschen, die Wahrheit vertragen, aber die wenigsten. Bis dann, haut rein. Tschüss.